Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Ja, und es wird Zeit, die Hauptstadt zu betreten. Und wir können eigentlich direkt zum Thronsaal. Nein, ich gehe erstmal zum Hauptplatz. Ich würde gerne erstmal die Sachen verkaufen, die wir jetzt gefunden haben. Dafür können wir uns wieder Baupunkte leisten und dann gehen wir zum Thronsaal. Da wartet ja anscheinend ein Besucher auf uns. Da stand ja unten, muss den Thronsaal aussuchen. Und wenn wir den Besucher abgefertigt haben, dann können wir eben noch das noch. Die Musik ist neu. Habt ihr die Hauptstadt umgebaut, als ich weg war? Wo ist denn unsere Darf Ulrich Musik, bitteschön? Warum sehen die Wachen hier alle so fröhlich aus? Erst denken, dann sprechen, eine wilde Geschichte, ein Paladin Iomedais lügt nie. Ich äußere keine Lügen, in Wahrheit waren wir an jenem Tag, was? Und dann waren wir sieben Paladine Iomedais, die sieben Paladine und ihre Göttin Iomedae, sie war selbst bei uns. Nicht körperlich, versteht sich, aber ich habe ihre Anwesenheit gespürt. Sie war in der Nähe und ihre göttliche Aura hat mich beschützt. Sie hat mir Kraft gegeben, als die anderen sechs gefallen war. Sie hat uns an jedem Tag zum Sieg geführt. Ich will auch ein Paladin werden, der Gefahr trotzdem das Licht verteidigen. Ja, mein Junge. Hört sich das einer an, die Jungspunde wachsen wohl gar nicht so übel auf. Überleg dir das gut, Junge. Iomedae zu dienen ist kein Zuckerschlecken. Wenn du dich uns trotzdem anschließen willst, wenn du alt genug bist, einen solch ordentlichen jungen Mann kann man den Orden immer brauchen. Aber Sohn, warum? Du könntest dabei sterben. Was ist mit uns? Was ist mit dem Hof? Mutter, sie beschützen uns alle, verstehst du denn nicht? Der Baron höchst selbst. Achso, das ist er. Wenn du dich uns trotzdem anschließen willst, wenn du alt genug bist, einen solch ordentlichen jungen Mann kann der Orden immer brauchen. Welche Familie habe ich noch, wenn die Dunkelheit gewinnt? Was nutzt es, den Hof zu bestellen, wenn der Feind immer näher kommt? Ach, mein lieber Junge. Bitte sprecht weiter, Herr. Was ist in der Schlacht als nächstes geschehen? Ihr sagtet, ihr wäret sieben gewesen, nicht wahr? Ja, ganz genau. Oh Gott. Durchatmen. Die sprechen teilweise ein bisschen zu schnell. Puh. So, was ist mit unserem Galgen? Unser Galgen ist weg. Der Galgen ist weg. Die haben den Galgen weggemacht, die Schweine. Dafür steht jetzt eine Statue da. Hoffen wir mal, das ist eine Statue von Kästen. So, ich glaube, unsere Baronie hat tatsächlich die Gesinnung gewechselt, ne? Kann das sein? Das sieht mir sehr schwer danach aus. Und hier, das sind unsere beiden Stände, hä? Moment mal. Werdel und Hasuf sehen ganz anders aus mit ihren Ständen hier. Werdel liest wie üblich ein Buch, während er sich eine Pause von seiner Arbeit in der Schmiede gönnt. Als er dich bemerkt, legt er das Buch zur Seite und verbeugt sich. Lass mir mal deine Waren sehen, mein Guter. Tja. Das. Nee, guck mal jetzt, die Musik. Hörst du? Darf Ulrich. Ist wieder da. Kettenpanzer plus 2, Kettenhemd plus 2. Oh, nicht schlecht. Haben die neue Waren bekommen? Ja, aber es ist immer noch alles da, was wir ihm verkauft haben. Das ist gut, weil darauf baue ich so ein bisschen, dass eben wir die Sachen auch behalten können und im Zweifel noch einfach mal zurückkaufen, falls wir sie nochmal brauchen. Wo sind denn die Baupunkte? Da sind die Baupunkte. Sehr schön. Dann verkaufen wir erstmal diese Gürtel, die wir jetzt wahrlich erstmal nicht mehr brauchen. Sollten wir sie bei Zeiten tatsächlich nochmal brauchen, können wir sie immer noch zurückkaufen. Kostet natürlich eine Menge Geld. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir sie brauchen werden. Diese Halskette gewährt ihrem Träger einen natürlichen plus 2 Ausweichbonus. Aha, das ist das Geschenk der Nymphe für 2. Das behalte ich erstmal. 18.000, dann... Oh mein Gott, wir haben ja 82.000. Woher habe ich das Geld? Hä? Woher habe ich das Geld? Kann ich mich da gerade einfach nicht dran erinnern? Das ist doch ein bisschen skurril. Das heißt, wenn ich jetzt 32.000 ausgeben würde, dann wären wir wieder bei 50. Das wären 630 Baupunkte. Woher habe ich das Geld? Hat das was mit dem Patch zu tun? Oder kann ich mich gerade einfach nicht erinnern, dass ich schon zu anderen Zeiten dieses Geld hatte? Ich weiß es nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Guck mal, hier haben sie unsere schönen Fahnen, unsere schönen roten Fahnen ersetzt. Das ist jetzt so ein Krönchen. Ja, kann man machen. Hübs aber. Ach, guck mal hier oben, diese Zeichnung, war die vorher auch schon da? Onwards! Onwards! Ich gehe jetzt in mein Rathaus! Ja! mit vollem Engagement, sozusagen. Ich glaube, jetzt kriegen wir sofort den Besucher aufs Auge gedrückt. Ja. Jubilost. Jubilost schnappt nach seiner flammenden Ansprache nach Luft. Was für eine flammende Ansprache?
Was habe ich gesagt? Ach ja, ich habe einen Bittsteller mitgebracht, Laymar Tinch, einen berühmten Fachmann für alles, was mit Alkohol zu tun hat und mit den Getränken, in denen er vorkommt. Unser ungeduldiger Gast wollte unbedingt persönlich mit euch sprechen und euch alles über sein Projekt erzählen. Noch so ein kleiner. Der Halbling vor euch wirkt jung, aber sein scharfer Blick, gesäumt von leichten Falten, verrät das fortgeschrittene Alter des Bittstellers. Laymar nickt höflich, wicht mit seiner Mütze über den Boden und entblößt dabei eine beginnende Glatze. Meinen Respekt, Baron. Ich bitte um Vergebung für mein dreistes Vorgehen beim Erlangen dieses Treffens, aber ich konnte niemandem das Schicksal meines geliebten neuen Kindes anvertrauen, das mir in einem Wachtraum erschien, als ich eure Lande durchschritt. Wisst ihr, ich war gerade auf meinem Weg nach Brevoy auf der Durchreise, als ich zu meiner Überraschung auf ein hochinteressantes Detail gestoßen bin. In diesen Landen wachsen viele Gewürze und bittere Kräuter wild, die ich und meine Kollegen bei unserer Arbeit verwenden. Weinbeere, Ziegenkraut, Enzian. Laymar begleitet die Aufzählung der Pflanzen, indem er seine Finger hebt, winkt dann aber ab. Na, diese Namen sagen euch wahrscheinlich nichts, aber für mich ist diese Liste eine prächtige Palette, der Grundstock eines wahren Meisterwerks. Euer Gnaden, ich wollte mich einst eigentlich in Brevoy niederlassen, aber eure Lande haben mich wahrhaft inspiriert und jetzt ist es mein größter Traum, hier in dieser Hauptstadt ein Geschäft zu eröffnen. Aus dem Bouquet, das es ganz in der Nähe gibt, kann ich problemlos ein neues Getränk brauen. Wahre Ambrosia für jeden Halbling. Mir steht nur eine Sache im Weg, der Mangel an finanziellen Mitteln. Ich hoffe, dass ihr und euer geschätzter Kämmerer nun, da ihr mein Ansinnen gehört habt, einem bescheidenen Handwerker eine kleine Unterstützung nicht verweigern werdet. Im Austausch gegen eine künftige Beteiligung, versteht sich. Laymar verbeugt sich noch einmal tief. Ich erwarte dann gespannt eure Entscheidung. Interessiert euch meine Meinung zu? Mich interessiert deine Meinung zu. Dieses Geschäft wird scheitern. Halblingalkohol ist für andere Völker wie Fruchtsaft, nicht zu vergleichen mit eurem zwergischen Starkbier. Wollt ihr wirklich das Risiko eingehen und euer Geld auf Halbling-Trunkenbolde setzen? Nun, es ist eure Baronie und eure Entscheidung, aber bedenkt, wenn ihr diesem Händler das gewünschte Geld geht, stehen morgen 10 vor dem Tor, die das gleiche wollen. Das ist richtig. Dann stehen hier immer wieder Leute, die sagen, ja, aber ihr habt dem anderen doch auch geholfen, warum helft ihr dann mir nicht? Andererseits, Halbling-Alkohol wäre mir immer noch lieber als zwergisches Starkbier. Wenn sich unsere Leute hier mit Fruchtsaft betrinken und so einen ganz leichten Rausch haben, ist das immer noch besser, als wenn sie komplett volltrunken durch die Stadt torkeln. Er wird's nicht machen, Jubilost. Und das Zuverlässigste an Jubilost in den letzten Folgen war, dass er immer falsch lag. Das heißt, ich verlasse mich jetzt einfach auf den zuverlässigen Jubilost, denn auch konstante Fehlschläge sind ein Zeichen von Zuverlässigkeit. In diesem Fall werde ich also das Risiko eingehen und wir unterstützen Laymars Vorschlag und laden ihn ein Geschäft in unserer Stadt zu eröffnen. Einfach so, ohne die Risiken zu erwägen? Es liegt natürlich völlig bei euch, Baron, aber ich möchte euch zumindest daran erinnern, dass das Geld dem Staat gehört. Ja. Und ich bin der Staat. Ah, Wirtschaft plus 2, Beziehungen plus 2, 100 BP verloren. Ich denke, das lohnt sich schon. Regongar mit seiner Mütze. Octavia und Regongar sehen sich an und beginnen gleichzeitig zu sprechen. Denkt ihr, wir wussten, dass uns die Technikliga nicht einfach ziehen lässt? Und jetzt schicken sie tatsächlich einen Agenten hierher. Was für ein Leichtsinn. Woher wisst ihr, dass sie zur Technikliga gehören? Er sitzt in einer Taverne, bezahlt mit numerianischem Gold und erkundigt sich den ganzen Tag nach Rek und mir. Selbst wenn er kein Spitzel der Technikliga ist, haben wir einige Fragen an ihn. Was habt ihr denn vor? Was wohl? Wenn wir einen von ihnen alleine schnappen, dürfte es nicht allzu schwierig sein, Informationen aus ihm rauszuprügeln. Rek, das kann warten. Ich will es zuerst im Guten versuchen, um rauszufinden, was genau sie vorhaben. Sie würden niemals nur einen Agenten schicken. Und wo seine Kumpane sind, finden wir auch den großen Fisch. Grinsend schlägt sich Regongar mit der Faust auf die Handfläche. Fläche. Also schön, finden wir heraus, was die Technikliga hier macht. Großartig. Wir warten in der Taverne auf euch.
Oh, die beiden. Ah ja, die Technikliga war ja sowieso so eine Angelegenheit, mit der ich mich ja schon längere Zeit mal wieder befassen wollte, ne? Was ist denn hier los? Ach, Bocken. Hier, bitte eine Kleinigkeit des alten Bocken für euch. Ich komme ab und zu einfach immer vorbei, egal wie die Situation ist. Und dann bringe ich einen schönen Trank. Ja, danke, das wird sich als sehr nützlich erweisen. Okay, das war's zumindest erstmal hier. Dann schauen wir doch mal in den Königreich-Modus, die Raublande, Angelegenheiten des Königreichs verwalten. Dann müssen wir ganz dringend mit dem Spion der Technikliga reden. Der alte Fluch lastet auf uns. Der Angriff vom kahlen Hügel wird in 2 Wochen erwartet. Nicht so gut. Bekannt in ganz Golarion. Gelegenheit wird jetzt blau markiert. Die Kunde vom Fall des Hirschlords hat sich in den benachbarten Landen ausgebreitet wie Wellen auf einem Teich. In den Raublanden soll ein neues Zeitalter angebrochen sein. Ihre Geschichte wird von nun an von den Taten und Entscheidungen des neuen Herrschers fortgeschrieben. Ach stimmt, das hatten wir ja gemacht. Die Baronie hat sich in Golarion einen gewissen Ruf erarbeitet. Beziehungen plus 1. Der Kamera bedarf deiner Aufmerksamkeit. Das haben wir gemacht. Wirtschaft plus 1. Octavia und Regongar, die müssen wir treffen. Ausbildungslager abgeschlossen. Und Erholung von der Seuche abgeschlossen. Großartig. So, das sind die ganzen neuen Dinge, die dazugekommen sind. Och Leute, bitte. Was habe ich denn? Jetzt habe ich jetzt 812 BP. Das sollte reichen, um eine Region zu kapern. Projekte, Unterstützung der Vorhaben des Kämmerers, Jubilos. Der ist aber noch beschäftigt und zwar mit der beste Freund des Menschen, wo er natürlich wieder versagen wird, ganz sicher. So, erstmal die Ereignisse durchgehen, weil wir müssen Probleme lösen. Gelegenheiten können wir wahrnehmen, Probleme müssen wir lösen. Problem, wandernde Monster. Eine Bande von Monstern ist in die Region eingefallen und hat sich dann in den Wäldern und der Wildnis verstreut. Wir sollten das Land definitiv von ihnen säubern und wir schicken unseren... Was hat denn das für eine Schwierigkeit? SG 21. Wir schicken Cassil als General. Der soll sich um die Monster kümmern, bitte. Dankeschön. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier ein Problem und das hier ist auch ein Problem. Erpresserische Wachen. Was? Die Einwohner der Region sind wütend. Die örtliche Wache verlangt Schutzgeld und spricht Drohungen gegen alle aus, die sie nicht bezahlen. Nein! Das wäre doch... Aber das wäre doch genau etwas für unseren Marschall, oder? Für innere Angelegenheiten. Bitte. Also wirklich. Gierige Steuereintreiber, da gehört Jubilost ja einwandfrei dazu. Billige Öffentlichkeit ist eine Gelegenheit. Handwerkstreik. Ja, toll. Ein Adeliger in Schwierigkeiten. Das Ausflugsboot eines Adeligen aus Brevoy ist im Fluss auf eine Sandbank gelaufen. Der ausländische Besucher bittet den Herrscher um Hilfe. Ja, toll. Also es kann alles nur Cassil und Jubilos machen. Der Ruhm des noblen Barons hat Rekrutierungsoffiziere aus Mendev angelockt, einem Land, das berühmt für seinen Krieg gegen die Dämonen aus der Weltwunde ist. Viele junge Männer und Frauen aus unserer Baronie haben entschieden, sich diesen Verteidigern Golarions anzuschließen. Doch das hat zu Unzufriedenheit im Volk geführt. Viele schimpfen darüber, welchen Einfluss diese Fremden auf unsere Jugend haben. Ein noblerer Ratgeber würde den mendevianischen Agenten helfen. Ein Ratgeber aber, der keinen Pfifferling auf die Ideale der Ritterlichkeit gibt, wäre wohl geneigt, sie hinauszuwerfen. Ich denke, Valerie ist genau das Richtige dafür, oder? Die wird hier auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen. Dankeschön, Valerie. So, dann haben wir das gemacht. Regionen. Jetzt muss ich mal gucken. Das Dorf am Silberstufensee beanspruchen. Kostet 375 und dauert 14 Tage. Können wir jetzt Tristrian oder Bartholomäus hinschicken? Ich schicke mal Tristrian. Und dann werden wir uns dessen mal annehmen. Wir haben 2 Wochen. Moment. Ich erinnere mich gerade. Ach, guck mal. Raublande rechtschaffen gut auf einmal. Unsere Baronie. Wir haben 2 Wochen, bis der Fluch hier zuschlägt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so viel Sinn macht. Ich muss mal gerade kurz hier rausgehen und gucken, wie viele Tage wir wirklich noch haben. So. Grausame Gerechtigkeit. Ja, und vor allen Dingen das sollte man machen, bevor wir wieder 2 Wochen verstreichen lassen. Ein uralter Fluch scheitert in 40 Tagen. 40 Tagen. Gut, wir haben 40 Tage Zeit. Das ist in Ordnung. Dann können wir gleich 2 Wochen verstreichen lassen. Und dann werden wir aber jetzt erstmal zu den beiden in die Taverne gehen. Bevor sich das nämlich erübrigt und bevor die wieder abhauen oder sonst irgendwas passiert und unsere Begleiterquest wieder fehlschlägt. Das möchte ich dann doch vermeiden.
Also ich glaube, die größeren Karten zu laden dauert dann doch immer noch ein bisschen länger. Aber ich glaube trotzdem, alles in allem haben sie natürlich wundervoll die Ladezeiten beseitigt. Soweit es eben möglich ist. Man muss bei so einem Spiel natürlich immer mit Ladezeiten rechnen. Es geht gar nicht anders. Der Baron selbst, ja, unsere Wachen haben sich plötzlich auch geändert. Die sind mittlerweile alle freundlich. Ist immer ganz seltsam. Wenn der Herrscher böse ist, sind plötzlich auch die ganzen Wachen böse und machen böse Dinge. Und dann ist der Herrscher auf einmal gut und plötzlich sind die ganzen Wachen auch alle gut und können sich gar nicht daran erinnern, dass sie mal böse Dinge getan haben. Charakter Schuster? Ach, Mist. Die beiden saßen hier. Ein unscheinbarer Zwerg in einem grauen Mantel sitzt am Tisch und nippt an seinem Bier. An seinem Bier. Als du dich mit Octavia und Regongar seinem Tisch näherst, stößt er vor Schreck seinen Krug um. Puh! Ihr habt also nach uns gefragt? Tja, da wären wir. Was wollt ihr von uns, hm? Ihr irrt euch. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Das würde ich ja gerne machen. Einfach nur, um ihm Angst zu machen. Naja, komm. Noch müssen wir nicht. Wer seid ihr und warum sucht ihr nach Octavia und Regongar? Nein, ihr irrt euch. Ich bin nur ein einfacher Schuster. Regongar schlägt mit seiner Faust so hart auf den Tisch ein, dass die Tischbeine fast zerbrechen. Genug mit dem Unfug nichts nutzt. Jetzt wird ausgepackt, sonst fange ich an, Finger abzuhacken. Nicht? Bitte nicht meine Finger, ich werde euch alles sagen. Ich heiße Kerek und bin nichts weiter als ein bescheidener Diener von Maestro Janusz. Octavias und Regongars Gesichtsausdruck, als sie diesen Namen hören, lässt den Zwergen erbleichen und aus seinem Stuhl zusammenschrumpfen. Ihr kennt ihn, oder? Könnte man sagen. Und warum schickt er euch? Ich war ein Sklave. Ich habe dem Maestro lang und treu gedient, bis er mir endlich meine Freiheit geschenkt hat. Er versprach mir viel Geld, genug, um es ins Fünfkönigsgebirge und noch weiter zu schaffen, wenn ich einen einfachen Auftrag für ihn erledige. Ich sollte herausfinden, ob eine Halbelfin namens Octavia und ein Halborg namens Regongar in der Hauptstadt lebten und wenn ja, wo sie sich aufhielten. Ich weiß nicht warum. Ich bin kein Spion, sondern ein einfacher Schuster. Octavia, glaubt ihr ihm? So seltsam es klingen mag, ja. Er sieht eher wie jemand aus, der betrogen wurde, als ein Betrüger. Leute zu benutzen ohne ihnen den wahren Zweck ihrer Mission zu offenbaren, ist ganz Janusz' Stil. Ich glaube nicht, dass er ein Spion ist. Ich halte ihn für einen Köder. Und was meinst du dazu, Regongar? Ich glaube, der Mistkerl lügt. Ein Schuster, na klar, jedermann weiß, dass es der Technikliga an Spionen fehlt. Natürlich müssen sie stattdessen Schuster, Köcher und Wasserträger schicken. Köcher? Sie müssen Köcher schicken? Wirklich? Und die Bogen lassen sie zu Hause, ne? Die Bögen. Oh Gott. Ich schlage Folgendes vor. Zerren wir ihn an seinem Bart vom Stadttor zum Palast und zurück. Vielleicht fällt ihm dabei ja etwas Schlaueres ein. Sagt Kerek, wisst ihr denn, wo wir Janusz finden? Ja, aber ja. Oh, der Maestro wird mich umbringen. Aber da, womit habe ich das verdient? Gebt mir eine Karte, ich werde euch zeigen, wo er sich versteckt. Octavia und Regongar tauschen Blicke aus. Sieht nach einer Falle aus. Natürlich ist es eine Falle. Wir haben es hier mit dem Maestro zu tun. Kerek töten. Wer ist dieser Maestro Janusz nochmal? Regongar spuckt auf den Boden. Ein Zauberer der Technikliga. Er unterrichtete Octavia und mich. Mich. Sorry. Die Hälfte unserer Narben haben wir ihm zu verdanken. Obwohl ich zugeben muss, dass er uns Magie ziemlich gut beigebracht hat. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen, damit wir uns bei ihm dafür bedanken können. Kerek, ihr könnt nicht zurück. Bleibt hier, wir brauchen immer gute Schuster. Danke, euer Gnaden. Ich werde euch so treu und ehrlich dienen wie dem Maestro selbst. Braucht ihr neue Sohlen? Auf euren Reisen nutzt ihr wahrscheinlich viele Schuhe ab. Verzeiht mir, ich rede zu viel meine Nerven. Möge aber da über euch wachen. Der Zwerg verlässt eilig das Wirtshaus. Jetzt wissen wir also, wo Janusz auf uns lauert. Natürlich weiß er, dass wir kommen, doch wir wissen, dass er es weiß. Das verschafft uns einen Vorteil. Aber weiß er, dass wir wissen, dass er es weiß? Regongar legt die Stirn mit übertriebenem Ernst in Falten. Lachend gibt Octavia Regongar einen leichten Klaps auf die Nase. Er kann seine ernste Miene nicht beibehalten und lacht mit ihr. Das finde ich aber sehr charmant, dass die beiden das nicht so unfassbar ernst nehmen. Was hat das jetzt wieder ausgelöst? Neutral gut. Kerek dem Schuster gestattet, in deiner Hauptstadt zu bleiben. Ja, aber wo soll er denn sonst hin? Wenn er jetzt rausgeht, wird er wahrscheinlich eh umgebracht von dem
komischen Janusz oder der Technikliga oder wird wieder eingefangen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, dann lieber bei uns bleiben, da ist er sicher und alles ist gut. Dann werden wir jetzt doch die 2 Wochen nehmen und werden eine neue Region in Anspruch nehmen und werden uns dann darum kümmern, die Stadt ein bisschen auszubauen. Denn wir haben ja noch 40 Tage, um dem Fluch zu entkommen. Das bedeutet, 14 Tage wären dann weg, wenn wir die Region einnehmen. Dann müssen wir gucken, ob sich der Fluch eventuell schon äußert. Und ich hoffe wirklich, wir sind sehr gut darauf vorbereitet, denn wenn das nicht der Fall wäre, das wäre unschön. Gerade haben wir die Baronie nämlich wieder ein bisschen im Griff. Die Auswirkungen von der Seuche sind behoben. Die Wirtschaft floriert, die Städte wachsen und dann kommt so ein Mist. Na gut, das machen wir aber natürlich in der nächsten Folge. Da würde ich auch gerne nochmal mit dem Geschichtenerzähler reden. Das können wir da auch machen, ganz in Ruhe. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.